Hallo zur Folge Nummer 6 von Let's Talk Minecraft. Also, mir ist etwas aufgefallen, ein Fehler, den ich bei Folge Nummer 5 gemacht habe. Und in der Mine habe ich ein Eisenvorkommen einfach links liegen lassen. Das darf nicht sein, da gehe ich jetzt gleich runter und hole das. Weil, ich meine, jemand lässt Eisen einfach ungenutzt. Eisen ist so verdammt nützlich und auch so selten. Muss man gleich holen gehen. Das war da hinten, das habe ich erst bei der Aufnahme entdeckt. Ich schaue sie mir nicht immer an, nachdem ich sie gemacht habe. Und da habe ich glücklicherweise das Eisen gefunden. Da habe ich mir gedacht, nehmen wir das doch gleich mit in der nächsten Folge. Ich habe mir auch schon überlegt, was ich in dieser Folge machen werde. Ich glaube, ich fange an mit den in der ersten oder zweiten Folge angekündigten Fischerhaus. Und ich glaube, ich habe am Strand, wo ich das halt das Bauplatz in Betracht gezogen habe, auch eine Höhle gesehen. Auch erst bei dem Durchsehen der Aufnahmen. Aber da bin ich mir nicht mal sicher, ob das wirklich eine ist. Schaue ich mir dann auch an, würde ich sagen. Ich mache jede Menge Dirt mit. Dass wenn wir da runter gehen, das mache wieder nach oben kommen. Ja, schauen wir es uns an. Lass mich raus. Shit. Da hinten ist die Höhle, ungefähr da, wo der Creeper steht. Also der Eingang. Ich will nicht den Enderman reizen. Sonst ist der sauer auf mich und das ist nicht lustig. Mann, sind da viele Bogenschützen. Nein, ich hab Schiss, Alter. Nein, ich will das nicht. Weg, 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 weg. Ich schlaf doch lieber die Nacht durch. Es sind viel zu viele Schützen, als dass ich mich das wagen würde, dorthin zu gehen, weil es ist doch ziemlich leichtsinnig. Weil es waren locker 4-5. Selbst mit einem hat man ohne Rüstung Probleme. So, verbrennt sie ja schön. Ja, die verbrennen gut. Ich finde das eigentlich unlogisch. Knochen verbrennen einfach so am Tag. Lol. Ich meine, es ist doch ein bisschen physikalisch gesehen nicht korrekt, aber es ist lustig und praktisch, dass sie am Tag wegfackeln. Ah, hallo Zombie. Zack. Ist die Spinne noch Akku, weil Spinnen sind meistens am Tag friedlich. Seht ihr? Hallo. Stirb. So, jetzt habe ich sie natürlich geraucht. Und deswegen ist sie jetzt sauer. Cool. Are you peaceful again? So, die muss jetzt auch dran glauben. Sorry, ich brauche halt Fäden. Ich mag das. Ich fühle mich immer unwohl. Selbst wenn die dann zahm sind am Tag, mag ich es nicht, wenn die Monster da rumlatschen. Creepers sind nämlich nicht zahm am Tag. Danke für die Ausgrabungshilfe. So kann man Creeper nämlich auch als Minenwerkzeuge verwenden. Lock sie dorthin, wo sie explodieren sollen. Dann explodieren sie und du sparst ein bisschen Grabarbeit. Ich höre irgendwo ein Skelett gehen. Ah, da unten ist. Hi, Buddy. No. Ha, den uns kommt nicht leicht. Ah, shit. No. Setze. Simply. So, da in die Richtung werde ich nicht weitergehen, weil da werden sicher so viele Monster sein. Ich hole mir jetzt erst einmal dieses Erz da. Boah, ich finde es unheimlich, wenn die Pfeile so schwarz sind, weil sie im Schatten stehen. Also hängen. Ich finde es ein bisschen unheimlich, ehrlich gesagt. Okay, nein, ich lasse die Höhle doch lieber in Ruhe, weil dieses Loch da in solchen Löchern spawnen des Öfteren wirklich Armeen von Monstern. Und ich habe keine Rüstung oder was, ich habe nichts, ich kann mich nicht verteidigen gegen die. Deswegen lasse ich die Forst mal in Ruhe. Ich gehe mal in den Dschungel, ist auch gut, die Idee, da können wir
Dschungelbaumsamen und Kakao. Weil mit Kakao und Weizen können wir Kekse machen und Kekse sind sehr effizient. Wenn wir kein Brot backen mit dem Weizen, ich werde euch wahrscheinlich schon noch zeigen, wie das geht, aber ich werde es wahrscheinlich nicht machen. Also außer einmal halt zum Herzeigen. Kekse sind einfach viel besser. Apropos Essen, ich kann die Uhr sehen. Zack, jetzt haben wir verrottetes Fleisch gegessen, weil das so gesund ist. Ja. Bauen wir uns diesen Baum hier ab. An dem hängen eh ein paar Kakaobohnen. Da kriegen wir sicher auch ein paar Samen, also Setzlinge. Komm schon, bau dich schneller ab. So, das wäre Nummer 1 und jetzt Nummer 2. Herrgott, Herrgott. Segne mich bitte mit Geduld. Ah, ich höre gerade, entweder mein Vater oder meine Mutter kommt jetzt nach Hause, weil ich bin gerade allein zu Hause, aber ich glaube, das interessiert euch eher weniger. Ja. Ich habe extra ein Schild aufgehängt, bitte nicht stören, ich mache gerade Aufnahme. Und ich schätze, es wird auch gerade respektiert. Ja, okay, ist meine Mutter telefoniert gerade. Irgendjemand will mich sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, jedenfalls. Ach, wurscht. Ist nicht so wichtig jetzt. Warten wir mal, ob sich das, wenn sich das GS degeneriert, ob man Samen, also Sätze kriegen. Oder nee, ich verhackstück die beim Mammutbohren, da kriegt man häufiger was. Nein, ich will nicht das Holz abbauen, ich will nicht das Holz, ich will das Laub. Lass mich doch ruhig, ich probier's bei einem anderen Baum. So, dann versuchen wir da mal hochzukommen. Hep. So, Laub. Ah, shit, das sind auch keine Samen. Ja, manchmal ist das ziemlich zart. Moment, ich glaube, man kann Kakao auch an einfach so willkürlich gesetzten Truppenholzblöcken wachsen lassen. Ich glaube, das geht sogar. Dann tricksen wir den Kakao aus. Wir stellen uns einfach 2-3 Blöckchen hin. Auf den hängen wir dann die Bohnen und fertig. Alle sind zufrieden. Das geht, glaube ich, auch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, es geht. So, hopp. Na los, hüpf rauf, du bekloppter Typi. Hüpp. Ich habe jetzt eine kurze und leise Diskussion mit meiner Mutter gehalten. Die ist jetzt, ja. Ach nee, sehr wurscht. Hat euch nicht zu interessieren, was wir da reden. Also, ja. Schnitzel! So, und ich weiß auch schon, wo wir unsere Kakaofarm aufstellen. Hier oben. Was haltet ihr davon? Zimmermitte. Haben wir zwar keinen so freien Raum, aber was soll's. Schaut doch ein bisschen cool aus. Und solange es was nutzt, ist auch recht. So, wir haben jetzt recht viel Eisenerz gekriegt. Das schmelzen wir mal. Mit ein bisschen Kohle, was wir gefunden haben. Ich glaube nicht, dass das reichen wird, aber... ich weiß, was uns noch fehlt. Normalerweise baue ich immer 2 Öfen. Ich habe doch gedacht, irgendwas passt hier nicht. Irgendwas
Habe ich vergessen und jetzt weiß ich es endlich. Mir fehlt ein Ofen. So, ich hole mir noch zwei Stück Stein. Bauen wir den zweiten Ofen. Dann schmelzen, also dann machen wir uns Holzkohle. Upp, 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 upp. Na so, geh rauf. Ja. Falsch. 8 Stück. Ja, und ich habe vorhin nachgeschaut, also der Wecker sollte jetzt jeden Moment läuten. Also die Aufnahme dauert jetzt nicht mehr so lange. Tut mir leid, aber ist schon wieder fast vorbei. Und ja, war wieder recht lustig. Und ja, erfolgreich glaube ich auch. Dann esse ich noch zwei Kartoffelchen. Sehen Sie, die machen ziemlich viel Hungerpunkte weg. Und jetzt regeneriert sich, glaube ich, auch schon. Ja, regeneriert sich. Und ja, ich höre bei dieser Folge frühzeitig auf, nämlich jetzt. Ciao und bis zum nächsten Mal bei Let's Zock Minecrafte.